Daniel Drobitz, TSV Stein bei Nürnberg, ein Jugendspieler. Sophie Krämer, Wolfgang Eschenbach, gecoacht von ihrem Papa. Daneben Kienan Birkmann, Jugendspieler von Peter Altdorf. Hi. Fertig, das kommt jetzt immer ganz drauf an. Warum? Hast du eine Frage? Oder? Ja, eine Frage. Ja, du hast doch gestern mal das Finale aufgenommen. Habe ich das Finale aufgenommen? Ein Doppel, ja. Das von mir und das kann gut sein. Genau. Was machst du mit mir? Stellst du das irgendwo auf YouTube? Echt? Ja, klar. Ja, super. Magst du mir da im Facebook einen Link schicken? Okay. Bitte? Kann ich machen, ja. Also Kesio Wong war der Name. Ja, ja. Einfach ein Link. Das würde ich mir nämlich gerne nochmal anschauen. Der Mann mit den meisten Einsätzen auf MyTischTennis.de. Genau, nicht nur auf MyTischTennis, auch in Real Life. Da hat jemand bei mir, glaube ich, nicht so ganz mitgezählt, aber na, du hast noch Jugendturniere. Nein, und Jugendmannschaften, da hast du ja, also es wird schwer, da bei mir mitzukommen, weil ich habe ja auch in 4 Mannschaften gleichzeitig gespielt. Ja, ich sag ja. Also da haben aber die meisten Leute gar nicht die Möglichkeit. Turniere, glaube ich, können gleich vorne liegen. Meinst du? Also ich war fast jedes Wochenende. Ja, ich auch. Inklusive Hessen und... Wunderbar. Ich habe auch schon gesagt. Nee, aber du hast da wahrscheinlich mehr. Auch mehr, weil du ja noch Jugendturniere auch spielen genau, kannst. Genau, eben. Ich kann zwar auch noch Senioren, aber das mache ich kaum. Ja, das macht ja, glaube ich, auch nicht so viel Spaß. Ja, das nervt ohne Ende. Wenn du nach Grenzau fährst, 500 Kilometer, und dann schaust du das Tableau an und stellst fest, du bist der Einzige mit Schwamm. Nee, freut mich sehr. Ja, mach ich. Dankeschön. Meine Damen und Herren, im Audioton Kesi Wong, laut Internetseite MyTischTennis.de. Der Mann, der im letzten Jahr die meisten Einsätze bei Mannschaftskämpfen und Turnieren hatte, bundesweit. Wie Sie gehört haben, er spielt in 4 Mannschaften gleichzeitig und ist nahezu jedes Wochenende auf einem Turnier. Das sind hier 2 Legenden vom gastgebenden Verein TSV Dachau. Hans Blum, Senioren, Champion, auch bei deutschen Seniorenmeisterschaften.
und Wolf. Auch ein betagter Spieler des TSV Dachau, der noch sehr gut dabei ist. Das ist Sabo, kommt aus Baden-Württemberg, irgendwo aus der Nähe von Stuttgart, denke ich. Hat beim Erlangen Cup vor ein, zwei Monaten nur gegen den späteren Sieger im Halbfinale verloren, gegen die Nummer 1 des TDC Dach. Das Spiel um den dritten Platz hat er sicher gewonnen. Und hat auch heute schon gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. In der Gruppe kein Spiel verloren. Er spielt in der ersten Hauptrunde gegen den Mockenkönig. Vom TSV Dachau, Michael Neu. Ja, und da muss ich jetzt mal ausstellen, wie er mit dem Material zurechtkommt. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass Sabo da doch ein Tick zu gut ist. Schnelle Fehler.